Elber. Und auch das fasst für Sie Burkhard Bechtel zusammen. Tja, und da stehen Sie also hier auf dem Sachsenring in der Startaufstellung für die 99er Saison des Porsche Carrera Cup und auf der Pole Position Dirk Müller. Gaststarter hier. Der amtierende Meister, er wird nur ein einziges Mal fahren und das hier bei diesem Rennen auf dem Sachsenring. Ansonsten für ihn andere internationale Aufgaben. Und die erste Startreihe aus der Sicht des UPS Porsche Junior Teams geradezu perfekt besetzt. Der Neuzugang Lukas Luhr fährt das Auto neben Dirk Müller in die erste Startreihe. Eine absolute Überraschung für den 19-jährigen ehemaligen Formel-3-Fahrer aus Mülheim-Kärlich in der Nähe von Koblenz. Ein Traumergebnis. Lukas, direkt auf Platz 2 gefahren, letztes Jahr noch Formel 3 und jetzt Porsche Junior. Das ist ein Einstand nach Maß. Ja, der Einstand ist in der Tat nicht schlecht. Ich wäre gerne direkt auf Pole gefahren, den sogenannte unmöglich-möglich gemacht, aber ich glaube, hinterm Dirk braucht man sich nicht zu verstecken. Was eine große Umstellung jetzt für dich von der Formel 3 in einen Porsche? Ja, ist schon eine große Umstellung, vor allen Dingen vom Gewicht her auf der Hinterachse. Beim Formel 3 bremst man und da steht das Auto wirklich und hier hat man schon noch Gewicht im Nacken, was drückt, aber man gewöhnt sich schnell dran. Wie sieht deine Taktik fürs Rennen aus? Ich werde versuchen, einen guten Start zu machen und mich an Dirk dran zu hängen und dass wir dann gemeinsam wegfahren können. Doppelsieg? Vielleicht. Alles klar, viel Glück. Danke. Das wäre aber doch eigentlich schon viel zu viel für ihn, für den jungen Mann bei seinem zweiten Rennen in einem Porsche und beim ersten im Carrera Cup des UPS Junior Team Reihe 1, Reihe 2. Mit Neuzugang Alexander Burgstaller und dem Italiener Enrico Bertaccia. Insgesamt sind hier 16 Autos in 8 Startreihen am Start vor guter Kulisse auf dem Sachsenring hier in Hohenstein-Ernsthal. Und mit exzellentem Start der Routinier. Dirk Müller mit den weißen Außenspiegeln. Und Lukas Luhr im direkten Tete-a-Tete mit Enrico Bertaccia auf dem roten Auto von Kadach Tuning eingesetzt. Und da rempelt es zum ersten Mal. Der Italiener boxt sich da mit Macht durch. Und es steigen schon so kleine Rauchwölkchen auf. Und Lukas Luhr verliert einige Plätze, fällt aus der ersten Startreihe zurück und wird im Augenblick auf der vierten Position geführt. Nutznießer dieser Aktion ist unter anderem Bernd Mailänder, der 94er Meister vom Porsche-Zentrum in Koblenz, der an Lukas Luhr vorbeigeht. Und Probleme scheint es zu geben am Auto von Enrico Bertaccia, dem Sportwagen-Profi mit Wohnsitz zu Monte Carlo. Denn da steigen Rauchwolken auf. Und das Feld in zwei Kämpfe verstrickt, wohin man schaut. Müller auf und davon. Der zweite Bertaccia, dann Mailänder, dann Luhr. Dann mit in der Spitzengruppe Alexander Burgstaller, der ehemalige Opel-Werksfahrer in seinem allerersten Rennen im Carrera Cup. Und Jürgen von Garzen. Und abfliegt Enrico Bertaccia. Da hat es offensichtlich einen Reifenschaden gegeben. Eben nach dieser Kollision mit Lukas Luhr schliff der Reifen am Radkasten. Und das war das Aus für das vom Kadach Tuning Team eingesetzte Auto des Italieners Enrico Bertaccia. Müller auf und davon ist er. Aber danach eine sehr dicht beieinander liegende Verfolgergruppe. Unter anderem auch dort drin die beiden gelben Autos von Tullimit Motorsport, die viel Pech hatten im verregneten Abschlusstraining. Da gab es nämlich total beschlagene Frontscheiben, Sichtnull. Und Frank Stippler und Frank Schmickler fuhren nur von den Startplätzen 8 und 10 los. Für sie also die große Aufgabe, Aufholjagd zu starten. Müller, Mailänder und immer wieder der nachdrückende Lukas Luhr. Wirklich der Überraschungsmann von diesem Wochenende. Und das ist nochmal die Zeitlupenzuspielung. Der Ausrutscher von Enrico Bertaccia. Erstens kommt er aus dem Kiesbett nicht mehr raus. Und zweitens, mit Reifenschaden geht eh nichts mehr. Ist auch einer dieser ganz typischen Doppelstarter, der nicht nur die Läufe in der deutschen Meisterschaft fahren wird. Da steht er, der Italiener, sondern auch im Porsche Pirelli Supercup auf internationaler Bühne. Und immer noch die Spitzengruppe dicht beieinander. Im brandneuen Auto, für den deutschen Markt zumindest, der 996, 370 PS stark. Damit die leistungsstärksten Autos an diesem Wochenende hier auf dem Sachsenring. Und ein weiterer Ausrutscher ins Kiesbett, dort wo Bertaccia schon steht. Das ist das Auto von Land Motorsport, gefahren von Jochen Land. Dem jungen Mann aus dem Raume Betzdorf, also so knappe 100 Kilometer vom Nürburgring entfernt, im Team seines Vaters Wolfgang Land, des zweifachen Meisters der vergangenen Tage. Verliert eine ganze Reihe von Plätzen. Und das ist sein Teamkollege, der Teamkollege von Jochen Lanz, Bernd Mailänder. Auftaktsieger in diesem Jahr in Imola beim ersten europäischen Lauf des Porsche Pirelli Supercup. Und das nochmal
der Ausrutscher von Jochen Lanz. Da gab es übrigens vorher eine Kollision mit Frank Stippler. Der traf ihm am Rad und daraus resultiert dieser Ausrutscher. Lur, immer wieder nachdrängelnd auf den 94er Meister, auf Bernd Mailänder, der Routinier. 40, 50 Porsche-Rennen wird er in seiner Vergangenheit schon gefahren haben und Lur fährt sein zweites. Beides übrigens ganz, ganz faire Zeitgenossen und vor allen Dingen dieser Bernd Mailänder. Da ist Lukas Lur in guten Händen. Er kann sich wirklich auf jeden Infight mit dem Schorndorfer, dem Ex-Mercedes-Werksfahrer, einlassen. Und er darf felsenfest davon ausgehen, er wird auf einen stets fairen Sportsmann treffen. Und so ging das, rundenlang. Mailänder behielt die Nerven. Auf ihm lastet ja dieser Druck. Lur scheint ein bisschen schneller zu sein. Aber er kommt nicht vorbei. Ausrutscher, Gerhard Müller. Dieses wunderschön in verschiedenen Blautönen lackierte Auto des Motorsportprofis aus der Nähe des Norrisring, da schlägt er an. Zum ersten Mal an die Leitplanke und zum zweiten Mal. Sogar der Querlenker war rausgerissen. Und wir sind schon in der Schlussphase. Mit Dirk Müller, der vorbei geht an Rolf Jäger, ihn überrundet und die beiden auf den Plätzen 2 und 3. Tja, die Frage ist natürlich, versucht jetzt Lukas Lur noch mal einen Angriff zu platzieren, vielleicht doch noch in der Schlussphase an Mailänder vorbeizugehen. Obwohl, das ist jetzt schon dieser dritte Rang. Ein fantastisches Ergebnis. Würde dies hier die Zieldurchfahrt bedeuten, gäbe es übrigens volle Punkte für Bernd Mailänder und Rang 2 für Lukas Lur. Begründung: Dirk Müllers Gaststart erzählt nicht. Für die Ehre ja, für die Meisterschaft nein. Mailänder und Müller werden im Übrigen im Juni beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans als Teamkollegen auf einem privaten Porsche antreten. Eines Teams aus den Vereinigten Staaten, Champion Racing, eines der ganz erfolgreichen Teams. Mit dieser Mannschaft ist Dirk Müller schon GT-Sieger bei den 24 Stunden in Daytona in den USA geworden. Mailänder wurde letzte Woche in dieses Cockpit hineinberufen und der dritte Mann im Bunde, das wird der Porsche-Routinier Bob Wolleck sein. Und Lur scheint mir diese Position halten zu wollen. Und damit ist er sehr, sehr gut beraten. Ein Einstieg absolut nach Maß für ihn. Er wird Dritter hinter seinem Teamkollegen Dirk Müller, dem sechsfachen Trainingsschnellsten und vierfachen Laufsieger des letzten Jahres, der amtierende Meister. Er beginnt die Saison 99, wie er die 98er beendet hat. Aber nochmal, es war ein Gaststart. Und eine einmalige Angelegenheit. Schmickler noch mit starker Aufholjagd dicht dran an Alexander Burgstaller von Herbert Motorsport. Hätte ihm um Haaresbreite noch erreicht. Aber es bleibt wohl bei dem fünften Rang. Das ist der Sieger, 23 Jahre alt, aus Köln, gebürtig aus Burbach im Siegerland. Dirk Müller gewinnt das Rennen hier auf dem Sachsenring. Und die Grafik zeigt Ihnen den Rest des Rennergebnisses. Hinter Müller, Mailänder und Lur. Burgstaller, Schmickler, von Garzen, Reutmeier, Stippler, Bergmeister und der Belgier Stefane de Groot. Das sind die ersten 10. Und Sabine Köhne, bitte. Bernd, herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. So als Neuling jetzt mal wieder im Porsche. Wie war's? Ja, sicherlich grandios, wenn man zweiter Platz und in der Punktewertung erster wird. Dann ist es absolut toll. Ich muss sagen, tolles Team, wir haben toll gearbeitet, wir hatten viele kleine Probleme am Wochenende und nach dem letzten Sieg in Imola ist das natürlich absolut toll. Also ich bin absolut glücklich, riesiges Kompliment auch an Lukas. So macht Motorsport Spaß. Wir haben von der ersten bis zur letzten Runde einen ganz fairen Kampf gehabt. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Glück gehabt und es wird auch mal andersrum sein, war richtig Spaß gemacht. Kompliment auch an Bernd Mailänder und wie recht er hat mit seinem Satz. Und das ist die Meisterschaftsführung für ihn und für seine Mannschaft. Und nochmal Sabine mit einem glücklichen Lukas Lur. Lukas, zum Einstand gleich auf Platz 3. Platz 2 hat nicht gereicht, aber es war ein schöner Kampf. Ja, erstmal muss ich dem Bernd ein Riesenkompliment machen, weil er ist wirklich super fair gefahren, hat nicht gesperrt und gar nichts. Also wir haben uns einen richtigen Fight geleistet und ich glaube, so sollen die Rennen sein und damit bin ich auch glücklich. Guter Einstand als Porsche Junior. Ja, ich muss dem Team noch danken, weil ohne so ein super Team wie die wäre das gar nicht möglich gewesen, als Neuling da reinzukommen. Deshalb vielen Dank.
Wahrlich ein wahrer Satz aus dem Munde des Drittplatzierten, nämlich Lukas Luhr. Er lebt natürlich auch von dieser Werksunterstützung. Nicht in puncto Technik, aber vor allem in puncto Manpower. Er genießt die Unterstützung von sehr, sehr erfahrenen Ingenieuren. Und das ist wichtig für diese jungen Leute. Das war der Auftakt zum Porsche Carrera Cup. Erster Lauf mit dem Sieger Dirk Müller hier auf dem Sachsenring. So, und jetzt sind wir hier in der Boxengasse. Die Reparaturpause läuft seit einigen